Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, ihr Lieben, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Liebe Schwestern und Brüder hier in Neuzelle, liebe KTV-Gemeinde, auch die übrigens, die das dann später anschauen, die sind sozusagen ja auch jetzt schon mit im Boot. Es gehört, glaube ich, zu einer der persönlich schlimmsten Erfahrungen, von jemandem verleugnet zu werden. Das setzt nämlich voraus, dass man sich eigentlich erkennt. Wer jemanden verleugnet, tut ja eben so, als würde er ihn nicht kennen, nur um in irgendeiner Form seine eigene Haut zu retten oder sich nicht zu schämen. Aber die Rechnung geht nicht auf, das sagt Jesus uns ja heute ziemlich deutlich in diesem Evangelium. Es ist schon eigentlich fast bizarr, dass ausgerechnet der Fels, auf den Jesus seine Kirche baut, anscheinend ja genau das getan hat. Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal. Er hat so getan, als kenne er diesen Jesus nicht, als wäre er gar nicht sein Jünger oder auch nicht sein Jünger gewesen. Und er tut es nur, um seine eigene Haut zu retten, aus Angst. Und doch glaube ich, dass es bei dieser Verleugnung des Petrus, bei dieser Szene, um ein bisschen was anderes geht, als bei dieser Verleumdung, um die es heute geht, von der Jesus hier spricht. Denn das, was Petrus in der Nacht vor dem Karfreitag getan hat, seine Verleugnung des Herrn, nach der Festnahme am Ölberg, das offenbart ihm, dem Petrus und uns, die wir das hören, vor allem eins, nämlich, dass Petrus trotz aller gemeinsamen Erlebnisse noch immer nicht richtig und vollständig gekannt hat. Petrus hat den Jesus nicht vollständig gekannt, trotz allem. Er hatte ihn nicht wirklich erkannt und deshalb auch nicht voll und ganz anerkannt. Denn wem diese Erkenntnis, diese tiefe Erkenntnis des Sohnes Gottes, diese Verbindung, diese innere Verbundenheit geschenkt ist, der kann durch die Gnade dessen, den er erkannt hat, also durch Christus, auch von sich selbst absehen, weil er einen Schatz gefunden hat, den Schatz im Acker, dem nichts gleichkommt. Je größer der Glaube und das Vertrauen, also diese innige Beziehung zum lebendigen Christus in mir wird, desto weniger bin ich in meinem Alltag von der Angst bestimmt, dass ich irgendetwas Vergängliches verlieren könnte. Das, was Petrus dann in diesem sich kreuzenden Blick mit Jesus erkennt, ist ja eben nicht nur die verzeihende Liebe des Erlösers, sondern Petrus erkennt sich in diesem Blick ja vor allem auch selbst. Er durchschaut ja zutiefst, was er da getan hat. So wie Paulus dann später im Römerbrief schreibt: Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also, schreibt Paulus, auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will, ich elender Mensch. Ihr Lieben, manchmal scheint es auch gerade so in der Kirchenbank oder am Altar in unserem Glaubensleben ein scheinbar endloser Kampf zu sein. In diesen kleinen Nadelstichen des Alltags erlebe ich auch persönlich so viele Gelegenheiten, in denen ich Christus vielleicht nicht direkt verleugne, aber ihn trotzdem nicht so bewusst habe, wie es eigentlich hilfreich und nötig und wie es auch gut für mich wäre, wie es angebracht wäre. Ja, ich muss mich vorbereiten. Ja, ich muss mich natürlich auf Predigten, auf Gespräche, auf Feste und Ereignisse vorbereiten. Und doch ist es unterwegs immer der Garant einer gewissen Leichtigkeit vom ersten bis zum letzten Moment, wenn ich bei jedem einzelnen Schritt sagen kann: Herr Jesus,
mach du das jetzt. Mach das mit mir, bei jedem einzelnen Schritt, jedem einzelnen Arbeitsgang. Mit dir mache ich jetzt den nächsten Schritt. Mit dir bleibe ich in diesem jetzt gerade meines Tuns, meiner Aufgabe. Mit dir tue ich, Herr Jesus, was jetzt gerade ansteht. Und dann merke ich immer wieder, wie diese bedrohlichen Szenarien, die sich dann manchmal in Gedanken, ja, oder in den Schmerzen oder in der Müdigkeit meines Leibes oder in meiner Seele, zum Beispiel, wenn ich auf meinen Kalender gucke und dann der ein und der andere Termin mir immer näher rückt, ja, wenn diese Szenarien sich bedrohlich vor mir auftürmen, wie die dann plötzlich in ihren Einzelschritten mit dem Herrn zwar immer noch arbeitsreich und fordernd und auch ermüdend, aber trotzdem irgendwie leicht und geradezu erlöst werden. Weil Christus eben diese Angst vertreibt, wenn das Vertrauen wächst. Als ich klein war, so 9 ungefähr, Mitte der 80er Jahre, da wurde das Buch Momo von Michael Ende verfilmt. Vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Film. Und in diesem Film gibt es analog zum Buch eine wunderschöne Szene, wo Momo, dieses kleine Mädchen mit dem Wuschelkopf, das auf der Suche ist nach der verlorenen Zeit, wo Momo mit ihrem Freund Beppo, dem alten Straßenkehrer, Spaghetti isst. Abgesehen davon, dass ich, als ich mir das dann nochmal angeschaut habe für diese Predigt, natürlich sofort Lust auf Spaghetti hatte, ja, war ich wirklich sehr bewegt. Denn da sagt der Beppo Straßenkehrer, ein alter Mann eben, zu Momo, zu dem Kind, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, die kann man niemals schaffen. Und man fängt an, sich zu eilen. Und man eilt sich und eilt sich und trotzdem wird sie nicht kürzer. Und du strengst dich an und strengst dich an. Man kriegt es mit der Angst zu tun und am Ende ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Du darfst nie an die ganze Straße auf einmal denken. Man muss immer an den nächsten Schritt denken. Atemzug und Schritt, Besenstrich. Und Atemzug und Schritt und Besenstrich. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann machst du deine Arbeit gut, sagt er. Und auf einmal merkt man, dass man die ganze Straße gemacht hat. Schritt für Schritt nämlich. Und du hast gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Ihr Lieben, in der Vorbereitung auf die Predigt hier zur Dienstagsmesse, da begegnet mir so oft der Herr. Eigentlich spielt sich das Ereignis immer am Nachmittag ab, wenn ich an dieser Predigt sitze. Der spricht zu mir, er spricht in mein konkretes Leben hinein und vielleicht manchmal dann auch weiter zu euch oder zu Ihnen. Mit manchen Predigten und einigen Aufgaben, ja, mit unserer Klostergründung und dem langen Weg hin zum Neubau dieses Klosters Maria Friedenshort, ist es ja auch wie mit so einer unfassbar langen Straße. Aber auf dem Weg dahin gilt es, mit Christus und für ihn Zeugnis zu geben, unterwegs die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er ist der Weg, er allein ist der Weg und in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Jeder Schritt soll Bekenntnis zu ihm und Ausdruck der Gemeinschaft mit ihm sein, mit Christus. Dann wird jeder Besenstrich eines jeden Tages sozusagen ein Jubelruf zum Himmel. Die Sorgen und die Ängste und die Probleme sind nicht Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen ihnen auch keine Altäre bauen, den Schwierigkeiten und den Sorgen und den Ängsten. Diese Sorgen, Ängste und Probleme sind vergänglich und sie sind nicht ewig. Und sie haben keine Seele und kein Herz, das mich erkennt. Und sie haben auch keine Augen, die mich mit Liebe anschauen, so wie Christus mich anschaut. Aber ich will Christus sehen auf meinem Weg. Ich will in seine Augen schauen, die mich vielleicht auch manchmal bitterlich weinen lassen, ja? Aber die mir vor allem eine große Verheißung geben, nämlich: Ich habe dich erkannt
und ich bin mit dir alle Tage deines Lebens. Also fürchte dich nicht, und dann wird mein Friede mit dir sein. Ihr Lieben, letztlich fege ich in dieser Gemeinschaft all diese Sorgen und Ängste und Probleme mit Christus zusammen weg, so wie Beppo der Straßenkehrer, so wie er den Dreck wegfegt. Atemzug und Schritt, Besenstrich. Nur vielleicht mit einer ganz kleinen Modifikation, nämlich im Geiste zu sagen, Halleluja, Schritt und Besenstrich. Und Halleluja, Schritt und Besenstrich. In diesem Sinne, alles, was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja, Amen.